haben wir nicht bestellt. So, schönen guten Tag. Der war letztes Jahr bei der Eröffnung schon dabei. Ja, dann fangen wir mit der Conny 2019 an. Wir stehen auf den Schultern von diesen. Wer von euch schon mal einen kleinen Blick in unser Vorwort von Conhest geworfen hat, der kann ein Vorwort lesen, was wir geschrieben haben, wir drei persönlich. Wir sind die neue Orga, also die neue Orga, die von Conny mit organisiert, aber wir sind schon ziemlich lange dabei. Wir machen hinter den Kirchenschützen ziemlich viel mit. Und ja, unsere Vororga hat sich jetzt bei den Ruhestand zurückgezogen, sind aber auch hier, unterstützen uns auch noch. Und vielen Dank für diese großartige Vorarbeit. Und dieses Jahr ist die 18. Conny-G. Wir werden freuen, wir nicht. Da die an der Spitze stehen, aber wir haben noch viel mehr neben uns. Wir haben hier Jan Meister, Stefanie Dreving und ich, Michael Dreving, selber da. Zufall. Wir sind aber nur dafür zuständig, was heißt nur, dass der gesamte Laden läuft. Jeder einzelne Bereich hat aber viele weitere Unterorganisationen. Das klingt falsch. Welche? Überorganisationen, die den ganzen Laden am Laufen halten. Die euch hier nicht vorstellen. Wird ganz gut. Aber ich glaube, wir brauchen die Präsentation. Wir haben etwas vorbereitet. Aha, ja. Das sind die Namen unserer Organisatoren, die hier diese Bereiche schaffen. Genau. Also wir haben 16 Organisatoren dieses Jahr, 27 Projektleiter, über 300 Helfer und auch externe Dienstleister und Partner und wollen uns auch da bedanken für die großartige Unterstützung dieses Jahr. Ohne euch wäre es nicht möglich. Wir machen das ehrenamtlich. Keiner von uns kriegt irgendeinen Cent dafür, dass wir das ganze Jahr über diese Veranstaltung organisieren, dass wir nachts im Call zusammensitzen und uns überlegen, was machen wir hier für euch. Keiner. Wir machen das, weil wir so Bock drauf haben, dass wir eine coole Veranstaltung haben. Wir haben ein straffes Programm heute und wir fangen jetzt an mit einem ganz besonderen Thema, denn wir haben in Japan die Chance gehabt, das World Cosplay Summit zu begleiten und wir haben auch dieses Jahr, wie seit ich glaube jetzt 16 Jahre, wieder ein Team nach Japan geschickt, was hier vorhin schon ausgewählt wurde und dieses Jahr, ganz besonders, hat unser Team den Brother Award gewonnen für die beste Mehrarbeit. Und wir würden unser Team ganz kurz auf die Bühne bitten, gerne. Und ich glaube, wir werden sie für immer in unserem Herzen tragen. Ja.
Gut, dann möchten wir hier mitgeben euren Wallerapplaus, den wir mitgebracht haben das Jahr lang. Danke dir, ich danke allen, hab viel Spaß damit und nochmal einen herzlichen Applaus für unser WCS-Team 2019. Weiter ausgebaut, auch mit Hilfe von euch.
auch mit eurem Feedback dazu. Wir haben mehr Essen, mehr Spiele und viel, viel mehr Deko dieses Jahr. Das Matsuri ist auch im Rosengarten, wo früher das Kind bei war. Genau. Das Landeffekt da drüben. Ihr werdet dort entsprechend ganz, ganz viele Stände finden. Heute Abend wird auch das Feuerwerk stattfinden. Wir haben hier die Kugel durchbekommen dieses Jahr. Also das ist nicht wegen Trockenheit ausgefallen. Das Feuerwerk wird um 20:45 Uhr beginnen. Bei 2020. Gut. Als nächstes stellen wir euch vor unsere Superstars, die aus Japan extra eingeflogen sind, um hier ein ganz tolles Konzert auf die Bühne zu stellen. Und ich begrüße Koshi, Keno, Take, Gotz und Iwasaki von Flow! Ich bin hier in Korea. Irgendwie 17 Jahre alt.
昨年とクリスマスマーケットに、行かせていただきました。Dieses Mal ist für mich das dritte Mal in Deutschland. Ich war letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon in Deutschland. Da war ich auf den Weihnachtsmärkten. どの街も本当に可愛くて素敵なところが多くて、で人もすごく優しい方ばかりだったので、ドイツが大好きになりました。Die deutschen Städte sind alle wunderschön und total kawaii. Die Menschen sind sehr lieb und hilfsbereit. Ich liebe Deutschland. イベントとあとサイン会させていただくんですけれども、きっと皆さんがすごくいい方でたくさん集まってくださると信じております。 Heute und morgen gibt es einmal das Q&A und auch noch Signierstunden. Ich erwarte natürlich nur ganz viele liebe Menschen und vor allem auch, dass ganz viele von euch da sein werden.すごく素敵で、家賃を聞いたら住めそうでした。Außerdem gefällt mir Kassel sehr gut. Ich habe mich ein bisschen über die Mietpreise schlau gemacht. Ich glaube, ich kann sie mir leisten. もし私が住んだら皆さん優しくしてください。 Wenn ich also ein Kassel-Bürger werde, dann seid bitte lieb zu mir. それでは、楽しいイベントになりますように、短い間ではありますが、どうぞ皆さんよろしくお願いします。Als Fan-to-Fan-Veranstalter haben wir auch immer Berichterstatter dieses Jahr und haben den Kreativmarkt extrem erweitert. Der Kreativmarkt hat mittlerweile über 100 Stände und wurde nicht nur in den... Fast 100. Ja, hier unten auf. Es ist jetzt nicht nur in den Seitenfoyers, sondern auch im Gartensaal, im Hotelbereich anzuführen. Also das sind Seitenfoyers. Das kennt man schon, so war es schon mal. Wie es immer war. Und der Gartensaal ist neu. Also, in anderen Worten, gut verdoppelt die Anzahl der Stellen. Neben unser Kreativ, denn wir sind eine Veranstaltung von Fans für Fans und wir unterstützen die Jungen über Camp und wir freuen uns sehr, dass ihr alle gekommen sind und dass ihr bei ihnen einkaufen werdet. Ja, dann gehen wir jetzt wieder von einer Umstrukturierung für die Gartenwahl, gehen wir über zu einem nächsten Ehrengast, den wir eingeladen haben. Und wir haben einen Drehbuchautorin aus Japan eingeladen. Sein Name ist Taku Kishimoto und er darf jetzt auf die Bühne kommen. Haikyuu, der neuen Fußbasket-Serie, oder er auch für Erased, die Stadt, in der es sich nicht gibt. Und, genau, ich glaube, guten Tag, ich bin Kishimoto, und ich möchte euch bitten, dass ihr ソーセージとビールが魅力的なのでつい来てしまいました。よろしくお願いします。Sie haben für Sport-Anime wie Haikyuu gearbeitet.
hier in Tokio? オリンピックは期待しているんですが、その抽選なので見たいものを見れるわけじゃないんですけど、で片っ端から落ちてしまったんですけど、水球というウォーターポロが当たりまして、で僕は高校生の時に水球部だったので、それが縁で当たったのかなと思っています。Ich erwarte natürlich ganz furchtbar viel von den Olympischen Spielen in Tokio. Die Karten sind allerdings nach Zufallsverfahren werden die quasi verlost. Und ich bin bei allen durchgefallen. Allerdings habe ich eine einzige Karte erhaschen können. Das ist für Wasserpolo. Man möge es kaum glauben, als ich in der Oberstufe war, war ich im Wasserpolo-Club. Das ist also tatsächlich Schicksal. Ja, wie ihr vielleicht bereits schon mitbekommen habt, ist unser Illustrationshinweise. Unser Pochis, die überall findet auf unseren Eintrittskarten und auf unserem Kontobuch. Ein bisschen angelehnt an die Olympischen Spiele. Es gibt viele Goldmedaillen, viele Wettbewerbe. Und deswegen dachten wir, Sportanime, technischen Motor, das passt doch ganz gut. Zu unserem nächsten Gast. Wir haben eine Premiere zu feiern auf der Qualität. Zum ersten Mal laden wir einen Anitube ein. Jemand, der auf YouTube-Videos umlädt und diese in einem unglaublichen Detail, analysiert und ein sehr journalistisches Programm daraus macht. Und wir begrüßen aus Irland Super Einrichtung. Hello. Thank you for having me. Super Eintrittsport wird euch mit einem Vortrag am Samstag um 10:45 Uhr begeistern, hoffentlich. Und Frühaufstehen ist relativ früh, aber es lohnt sich, zu ihm zu kommen. Das wird richtig cool. Ein Q&A macht er am Sonntag um 10:15 Uhr. Da könnt ihr ihn fragen, was auch immer auf dem Herzen hat. Er ist Experte für Anime und alles, was damit zu tun hat. Und natürlich hat er auch Signierstunden an allen drei Tagen. Und er twittert auch gerne mal auf Deutsch, wie wir gesehen haben, mit der Hilfe von Google Translate. Das ist wunderschön und es macht sehr viel Spaß. We have a short question for you, Kuhn. Sure. We went to a lot of conventions in the last couple of years and we thought, what keeps you coming back and why did you choose Germany this time? Okay, I guess when you do what I do, you end up in like interacting with a lot of people and like stuff like you get a lot of views, new videos get watched by a lot of people. But I think something that gets kind of lost in that is, I guess, in-person interaction with people who care about the same things you do. And it's a shame because I think that's like kind of one of the most important parts of like, oh god, there I am. That's like one of the most important parts about anime. And I guess the reason I wanted to come to Konnichi in particular is I just really wanted to see how Germany does it, because like I can tell you, we don't have cons like this in Ireland, and it's been really cool to see. And yeah, I'm just really looking forward to meeting you guys. And yeah. Thank you. Versuchen wir auch dieses Jahr ein bisschen Programm für unser internationales Publikum anzubieten. Sie werden ihre Vorträge auf Englisch halten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr in unserer Besucherumfrage, die am Sonntag freischalten, dort reinschreiben würdet, ob euch das gefällt oder ob ihr mit dem Englisch eventuell Probleme habt und Unterstützung braucht. Das probieren wir dieses Jahr mal aus und wir möchten wissen, wie ihr darüber denkt. Nächste Folie. Okay, kleine Planungsunsicherheit. Wir haben uns gedacht, wir möchten ein bisschen hinweisen auf die Etikette, die auf der Konnichi und auf allen Conventions und eigentlich in jedem öffentlichen Raum in Deutschland herrscht. Ihr kennt vielleicht die Aktion Cosplays on Concert, wo darauf hingewiesen wird, dass man bitte immer damit rechnen muss, dass man das mit anderen Menschen zu tun hat. Man fasst sie nicht an, man quatscht sie nicht an, man macht nicht ungefragt Fotos. Wenn ihr ein Foto von einem Cosplayer machen möchtet, dann fragt ihr ihn vorher.
und ihr umarmt ihn nicht einfach, das solltet ihr einfach lassen. Denkt euch einfach, was ist anständiges Verhalten auf einer Convention? Versucht das umzusetzen, hinterfragt eure Aktionen. Wir haben das gerade respektiert, die Distanz zu anderen Menschen und keine übergriffigen Kommentare. Das wollen wir einfach nicht. Das ist wichtig für ein Miteinander auf der Convention. Wir haben ja einen sicheren Ort für Fans, für, was nennen wir es, Otakus aus der ganzen Welt, die sich hier treffen. Alle sollen sich wohlfühlen. Und alle sollen sich wohlfühlen. Das ist uns ganz wichtig, dass jeder die Regeln des Anstandes, soweit, nicht soweit möglich, sondern 100% einhält. Das bitten wir euch. Und wir danken euch dafür. Euch irgendwas unangenehm ist, kommt zum Infostand. Wir haben dort auch Notrufnummern und wir helfen euch. Sprecht uns an, wir sind eure Ansprechpartner, wenn es wirklich zu Problemen kommt. Genau, und damit geht es zu einem helleren Thema. Wir haben noch mehr musikalische Ehrengäste heute auf unserer Convention, die euch am Wochenende mit, wir haben ein bisschen upgraded, 3 Konzerte das Leben versüßen werden. Sie spielen klassische Instrumente. Und zwar ziemlich gut und mit diesen klassischen Instrumenten interpretieren sie hier auf unserer Bühne verschiedene Anime- und Videospielmusiken und es ist eine ganz tolle Sache und ihr solltet euch das mal anschauen. Ich begrüße Mini Kestra. Da fangen wir mit Kreis an. Und ich weiß, dass Martina Peters und die Tamasa Rube hier sein wollen.
bitte auf die Bühne. Wenn ihr wollt. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr da seid. Wirklich, es war ja eine ganz kurzfristige Einladung noch zur Eröffnungsveranstaltung, dass ihr das so kurzfristig möglich gemacht habt. Vielen Dank. Und deutsche Zeichner, auch der Konichi, wir haben ja den Manga-Markt gerade jetzt Kreativmarkt erweitert. Wie findet ihr das? Spezifisch auf die Konichi bezogen oder allgemein in Deutschland? Allgemein. Und auch ein bisschen so. Also für die Konichi finde ich es definitiv ziemlich gut, weil die Konichi, der Zeichnerbereich auf der Konichi bzw. der Zeichnermarkt auf der Konichi war immer sehr klein. Ich erinnere mich noch daran, ich bin schon lange nicht mehr da gewesen, ehrlich gesagt, also als Zeichnerin stand. Aber ich erinnere mich noch an die Zeit, wo wir genau auf der Schlange so 50 cm alle nebeneinander gesessen haben. Das war schon im Vergleich dazu, wie die Convention Artists jetzt sind, natürlich ganz andere Zustände. Vergleichbar jetzt nicht mehr. Deswegen für die Künstler finde ich super, dass da jetzt mehr Platz ist, beziehungsweise auch mehr Zeichner, weil es kommen immer mehr Zeichner auf, immer mehr gute Zeichner, die Platz in der Zeichnerallee verdient haben und deswegen muss einfach jede Zeichnerallee größer werden. Man kann aber auch zu groß werden, was man zum Beispiel auf der Dokumi merkt. Also für uns ist es natürlich toll, wir kriegen alle Platz, aber man merkt einfach an den Besuchern und an den Besucherreaktionen, dass es zu viel wird, um es innerhalb von 2-3 Tagen alles durchzugehen und irgendwann hat man nur noch weißes Rauschen. Deswegen muss man da, glaube ich, irgendwie wieder Balance finden. Aber wie gesagt, für die Konichi finde ich es echt super. Was zu sagen? ihr habt ja auch ganz viele Signierstunden am Stand. Also man kann euch treffen und auch die Oberin, die hat glaube ich sogar einen Kreativmarktstand, deswegen kann sie nicht hier sein. Aber besucht die drei Mädels am Stand und redet mit ihnen. Ich glaube, sie können euch ganz viele tolle Geschichten erzählen. Und ihr habt ein Panel. Du hast ein Panel? Ich habe einen Workshop, How to Panel Comics und so. Also ich erzähle im Endeffekt dazu, ich erzähle euch im Endeffekt, wie man eine Comicseite aufbaut. Also wenn ihr auch Manga-Zeichner werden möchtet, hier sind die Experten. Dankeschön. Ich habe ja schon gespoilert. Wir haben auch Gäste von Altrock hier. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben, zur Eröffnungsshow zu kommen, weil die Annika Hage und die Horrorkissen, die haben einen Workshop direkt hier im Vorfeld gehabt. Ich hoffe, er war ein Erfolg. Es war nämlich ein Workshop über Mangaka in Deutschland. Also sie haben darüber geredet, wie es ist, wie man hier Manga-Zeichner wird. Und ich hoffe, da waren ganz viele. Sie sind auch hier, aber wenn sie jetzt nicht hier auf der Bühne stehen, dann sind sie vielleicht unterwegs verloren gegangen. Aber sie haben auch Signierstunden am Stand von Altraverse. Besucht sie dort, sie freuen sich garantiert, dass ihr da seid und mit ihnen reden möchtet. Ich glaube, das war's. Jetzt kommen die wichtigen Menschen. Die Firmen, denen wir auf alle Fälle danken müssen, dass wir die Veranstaltung so umsetzen können, dass es auch eine Wettbewerbung, gute Preise gibt, dass wir das alles möglich machen können. Ich möchte unseren Hauptsponsoren Mustafa, Kase und Nintendo ganz herzlich danken. Ich glaube, das war's. Jetzt kommt die letzte. Jetzt kommt die letzte. Ja, viel Spaß auf der Qualität 2019. Auf das Kurzgebiet.